Vielleicht habe ich uns ja so vor einem schrecklichen Tod in der Höhle bewahrt. Ja, natürlich. Total. Das kann alles durchaus sein. Oh, ich habe schon wieder das Bedürfnis, dich zu verprügeln. Komm mal vorbei. Habt ihr eigentlich schon mal mitgekriegt, dass diese Frau extrem aggressiv ist? Nur dir gegenüber. Ja, ja, nur mir gegenüber, ist klar. Du bist selber schuld. Guck mal, wie du andere Frauen behandelst. Alter. Erst vergiftest du sie, dann willst du auf gut Glück sie wieder putzi-putzi machen und dann laufen sie weg. Alter. Ich bin ein lieber netter Kerl. Der es definitiv einfach nicht sein lassen kann, während der Aufnahme in seiner Wohnung rumzurandalieren. Ach, der randaliert nicht. Der kramt bloß in seinem Kühlschrank noch was zu essen. Du solltest es nicht essen. Ja, es ist ein kleiner Mini-Kühlschrank, der neben mir steht. Ja, dann. Dann gucken wir mal, wo gehen wir jetzt wieder hin? Gehen wir nochmal zu dem Wegpunktschrein da, oder? Höhle des Trollkönigs. Aha. Ja, beziehungsweise. Bist du da hingegangen jetzt? Ja. Ja, bin geflogen. Ja, in der Höhle selbst können wir eh noch nichts machen. So. Geh vor! Wurscht. Oh, jetzt kassiert er sich wieder den ganzen Müll hier ein. Daraus kann ich Tränke und sowas brauen. Hier gibst du mir eh nie was ab. Doch, würde ich machen, wenn du mich fragst. Ich kann mich nicht darauf setzen, nicht in diesem Zustand. Da dreht das Ding einfach rum. Oh, das Gebeben. You! Stop! Toll. Machst du eine leere Drohung? Hey, die sind schon blind. Die müssen da aber vorbei. Also geh mal vor. Sehe ich? Lass mal durch. Oder ist ein Zweiter? Ich glaube auf den Goblin-Krieger, ey. Geh, schick doch einfach mal Madora vor. Madora ist unsere Kriegerin. Ich halt nix aus. Boah, Mann, ey. Geh. Los, Mädchen. Stop. Warum steht denn der so weit weg, ey? Wenn wir jetzt, ich würde sagen, lock mal den. Geh mal nach hinten, geh mal nach hinten. Erstmal. Lass er erstmal zu uns kommen. Wenn wir nicht uns günstig stellen, sieht der andere uns vielleicht gar nicht. Und wir haben Ruhe. Ich bin ja hinten, du bist so weit vorne. Achso, das ist eh schon zu spät. Ja, jetzt ja. Wenn der Madora jetzt erblickt, ist vorbei. Ja, noch. Er ist blind wie ein Maulwurf. Aber der Maulwurf kann nichts dafür, dass er blind ist. Hab ich so? Leberklasse. Lass ihn kommen, lass ihn doch kommen. Spar dir Punkte. Schön geht zu Madura und zu Pradia. Pam. Oh, warum denn jetzt schon wieder? Da ist wirklich jetzt nichts, weswegen sie gelähmt hätte werden können. Ach du Scheiße! Scheiße! Ich sag dazu nur. Ich muss mich über mich beschweren, weißt du? Ja, du hast mich angesteckt. Ach du Scheiße. Ah.
Wir dürfen ihn jetzt alle einmal kräftig auslachen. Weil das ist schlimmer als ein Feind zu heilen. Nee. Doch. Du kannst ihm ja immer noch Schaden zufügen. Alter. Ich möchte doch gerade wirklich deinen Kürbiskopf herunterreißen. Ich verstärke mein Dora. Ach nein, ich nehme doch lieber den Freund, weil das viel lustiger ist. Ja. Hallo, greif an. Oh, kritisch 24. Lass meine Papier-Fluffies in Ruhe. Alter! Du bist eine scheiß Schütze, Surot! Du bist nichts zu gebrauchen, Mann! Geh nach Hause! Boah! Kannst du mit Jahren heilen? Was? Nee, dich heile ich nicht. Du hilfst von Madora. Den Feinden, Alter. Du wirst nicht mich heilen, sondern Madora. Ja, Madora heile ich auch nicht. Die ist gelähmt für nichts. Die Pussy. Da, Mimimi, ein Blitzstrahl, ich bin gelähmt. Du, ich muss leider deinen Blutdingern ein bisschen Schaden zufügen. Mag ich dich. Beziehungsweise, ach, ich mach das anders. Alter. Das kostet Geld, ist dir klar, ne? Und der braucht wieder 5 Stunden. Yay! Ich denke gerade, in 3 Stunden habe ich ein DC, also hast noch Zeit. Aber, da war irgendeine Flüssigkeit. Ach, das Gift. Das Gift. Du bist so. Ja, deswegen war auch das mit der Dings dran. Sag schon. Okay. Madi, ich kann verstehen, warum du gerade abgehauen bist. Ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Hätte ich auch gemacht. Oh ja, du sollst schlagen und nicht streicheln. Du sollst eine ordentliche Fresse polieren und nicht den Kleeblättern vielleicht noch eine Massage verpassen. Du hast das Ding ja verstärkt. Hirngeweih. Du bist schuld, dass ich gerade kein Damage mache. Ich bin dran. Ey, du bist schuld, weil du zu schwach bist. Dein Blutfliechern da. Du bist bei. Ey, komm dir gleich mal da rüber, ey. Zeige ich dir, wer hier zu schwach ist, mein Freund. Da reden wir da noch mal drüber, ne? Jetzt ist die Verstärkung wenigstens wieder weg. Mag es dich! Happy Face! Yay! Das war der. Das ist eine gute Farbe. Alter, wir können Kleeblätter kacken. Voll in die Fresse. Dann Blutung? Nee, schade, hat nicht geklappt. Boah, dieser Typ, ey. Ach ja, das ist eben unser Feindstärker. Jetzt er eh schon ist. Trotzdem hast du nur 25 Schaden. Ja, das sind aber auch nur kleine Wusels. Mann. Aber ich hab dich jetzt immerhin glücklich gemacht. Also wenn ich dich jetzt mit einem dicken Faltenbretten grinsen vorm Spiel gesehen und sagen, oh, Alter. Ich bin so glücklich. Du kannst mich was anderes sehen und das ist meine Faust in deinen Augen. Du kannst es gleich erstmal schwer in die Fresse kriegen anscheinend. Hat der Goblin gemeint. Holy shit hier, was ist das für ein Sachladen, ey? Mann! Oh, die Fresse, Gurke. Du stinkst aus dem Mund. Los, und jetzt gib's ihm! So richtig hart, so. Wozu? Der ist fast tot! Ich bin Herkules! Ich bin Hulk!
Hey, warum sie jetzt denn das halt? Feuerfledermaus, Attacke! Attacke again! Nämlich 50 Papierfalter. Ich weiß, ob du jetzt tot bist. Sehr schön. Frage beantwortet. Au. So. Da was fallen lassen. Dann gehen wir mit Madora vor und fangen ihn auf der Brücke ab, wenn die geheilt ist. Ja, erstmal muss ich sie heilen. Ich hab doch gerade gesagt, wenn sie geheilt ist. Geht das elementar nicht? Warum hat die eigentlich noch orange, so blau den Balken? Die ist doch gar nicht mehr. Danke. Weißt du, was jetzt passiert, wenn ich laufe? Oh, ich bin nicht ausgerutscht. Ich hab hochhackig an und rutsch nicht aus. Weißt du, du hast flache an und zack. Auf die Fresse. Warum hat Madora keinen roten Balken? Wahrscheinlich hängt sie mit dem Statuseffekt hinterher oder so. Und dann ist auch schon wieder der liebe Disney. So, jetzt stehen wir mal da. Ah, da kommt er. Da kommt er. Stell deinen Magier doch schon mal ein Stück weiter. So, einfach erstmal Punkte sparen, würde ich sagen, oder? Bis er ran ist. Gut, Dizzy, in dem Sinne sag ich dir gute Nacht, auch wenn du das wahrscheinlich in dem Moment nicht hören wirst. Wer hast du? Nee, ich muss mich also positionieren, sonst steht bei Herr Stein. Sagen wir dem Dizzy mal gute Nacht, ja? Okay, wir müssen ran. Sag ihm einfach gute Nacht, weil du höflich bist. Gute Nacht, unbekannterweise. Du bist so ein guter Junge. Das ist gleich ein Leckerchen von mir. Ach, 20 Euro. Ja. Kappa, in your frozen face. Hier, Muddy, nimm! Ich bin nur noch dafür, dass wir ihn einfach darunter werfen. Einfach so Schubs und Schiss. Ist dir meine Heilung nicht gut genug, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Oh nein, ich brauche eine bessere Heilung. Du warst nicht gut genug für mich. Alter, da tropft das Blut raus. Ist ja kein Wunder, so blöd verprügelt. Verkrüppelt. Hachi! Ich hab Schnupfen. Entschuldigung. Der immer mal so ins Gesicht. Ich kann meinen Schnupfen leider nicht kontrollieren. Du musst wirklich mal lernen, noch mehr zu sprechen, wenn du das machst. Du bist viel zu ruhig. Ich bin dann überlegt, wo stelle ich den hin? Das musst du dich überlegen. Hättest du den eher besser hinter ihm stellen sollen. Ging nicht. Fahrt war blockiert. Nichts kann der machen. Nichts kann der machen. Schlägt seine Frau und bringt sie dazu abzuhauen. Und ich mein Element da kann er platzieren. Pam! Puh, aha. Steht er da? Oh, ich hab immer so Schnupfen, ey, und da muss einfach mal so raus.
Alter, jetzt ist die ganze Brücke voller Eis und jetzt auch so. Ui! Geh doch, Moa! Geh doch! Jetzt ist der Fenimet, Junge! Jetzt ist der Fenimet! Oh, der Kleine auch noch was zu tun. Oder auch nicht. Sehr schön. Jahan hat schon wieder Level Up. Alter, Jahan! Jahan, was ist bei dir los? So, jetzt bring ich mal die Rüstung ein. Was tun wir denn mal? Mal weg da. Nee, gerade nicht. Wenn du jetzt irgendwas machst, bringe ich dich um. Nur so als Anmerkung. Alter! Möchte jemand seinen Kopf verlieren? Ich will bloß das Eis wegmachen. Da ist doch gar kein Eis mehr. Ah, ja klar, weil ich es weggemacht habe, gerade. Redet halt Unsinn. Direkt krallt er sich wieder die Kiste, wie so ein Geier, ey. Los, nichts übrig lassen. Ich kann gerade irgendwie nichts mehr machen. Na doch. Warte, warte. Oi. Jetzt haben wir doch so ein dezentes kleines Problem. Glaube auch. Gepanzerte Goblinwachen, Alter. Der Typ sieht echt lustig aus. Ja, doch, doch. Ich glaube, wir werden. Und wie immer hast du nicht gespeichert. Ja, du hättest ja mich auch mal daran erinnern können. Denken? Du bist auch dazu aufgefordert, mitzudenken. Ich habe nie behauptet, dass ich auch nur in der Lage wäre, zu denken. Ich dachte aber, das wüsstest du mittlerweile. Au. Was ist das? Ist eine gepanzerte Goblinwache. Okay. Ich würde sagen, Rückzug. Ich würde sagen, volles Panel drauf. Wir müssen ja irgendwann hier durch. Weil du den spinnen willst du auch nicht und mehr Optionen haben wir nicht mehr. Da ist noch eine Menge Optionen. Warum jetzt so feige, hm? Noch kannst du immer speichern. Was will ich denn jetzt mit Speichern erreichen? Das sieht gut aus. Au, meine Schüsse sitzen selbst bei denen nicht wirklich. Au!